Hi, ich bin Rushi von Room 89 und ihr seid hier bei Okay, nachdem ich immer wieder gefragt werde, wie funktioniert das mit dem Home Recording, worauf muss ich achten, wie würdest du es machen, und nachdem ich vor allem auch jetzt über die Corona-Zeit mit meiner eigenen Band gezwungen war, für Songwriting und Co. mal so ein Setup zu bauen, das einfach für jeden funktioniert, geht's jetzt hier ans Home Recording. Also folgendes, und zwar, ich benutze Reaper. Das könnt ihr unbegrenzt lange kostenlos evaluieren. Ich habe selbstverständlich gekauft, das solltet ihr auch. Also wenn ihr nach einer Zeit cool damit seid und es Spaß macht und läuft gut, dann gebt halt die, ich glaube 60 Euro sind es, gebt die halt aus, das ist mehr als fair. Ich packe euch unten in die Beschreibung einen ganzen Haufen Links zu Sachen, die ihr runterladen solltet, damit das alles, was wir hier machen, für euch funktioniert. Vielleicht macht ihr jetzt, wenn ihr das gleich mitmachen wollt, einfach kurz Pause, ladet den ganzen Bums runter, installiert das und gut. Und zwar ist es einmal Reaper selbst, dann ist es das SWS, das sind ein Haufen Custom-Aktionen, die man machen kann in Reaper, das ist sehr praktisch. Dann ist es Stephen Slate Drums 5 Free, das ist ein Drumkit, das ihr umsonst benutzen könnt. Ich habe die Vollversion, deswegen werde ich hier nicht die Free-Version benutzen, aber alles, was dafür gilt, gilt auch für die Free-Version erstmal, und auch da gilt natürlich, früher oder später irgendwas vollumfängliches Kaufen macht durchaus Sinn. Und zu guter Letzt habe ich noch so ein paar Plugins, die ganz ganz praktisch sind. Also TSI BOD ist ein Sense-Amp. Ich habe eine Amp-Sim mit reingepackt, damit ihr einfach erstmal wisst oder erstmal für alle Eventualitäten gerüstet seid. Ich werde nachher noch kurz zeigen, wie man auch mit analogen Sachen cool aufnehmen kann. Aber erstmal bauen wir uns doch jetzt ein Reaper-Template. Ich habe euch das deutsche Language-Pack und meinen Skin auch angehängt, damit bei euch alles genauso aussieht wie bei mir. Genau, wir springen mal in Reaper rein. Ich mache hier so geile Bewegungen wie ein richtiger YouTuber. Also, hier ist eine leere Session. So sieht das aus, wenn ihr quasi, nachdem ihr alles installiert habt, das Programm startet und es ein leeres Projekt aufmacht. So, ihr seht hier links den Platz für eure Spuren. Wenn ihr, je nachdem, ob ihr auf Windows oder Mac seid, Steuerung M oder Command M drückt, seht ihr euren Mixer. Ich glaube, im Standardmodus ist der angekoppelt. Mit einem Rechtsklick auf dem Mixer und dem passenden Befehl könnt ihr halt eben auch, ich gucke mal eben, Mixer andocken, dann ist der hier unten. Das möchten wir nicht. Den Haken machen wir weg und dann haben wir den frei. Da kann man den schön auf und zu machen mit Command M. Genau, die Windows-Mac-Sache ist sowieso etwas, worüber wir sprechen müssen, weil wenn wir jetzt hier in die Optionen gehen, das solltet ihr sowieso zuerst machen. Ich habe hier das deutsche Language Pack drin. Dann geht man bei Audio auf Gerät. Ich habe jetzt hier aktuell das Audient Sono, weil ich aktuell noch nicht bereit bin, 50 Euro für einen Adapter zu bezahlen, damit mein großes Interface funktioniert. Ich bin da bockig, noch brauche ich es nicht. Genau. Bei Windows gibt es da mehr auszuwählen, weil es bei Windows zwingend notwendig ist, dass ihr für euer Interface einen sogenannten ASIO-Treiber benutzt. Sonst habt ihr Latenz aus der Hölle und könnt es alles direkt vergessen. Genau, ich arbeite mit einer Sample Rate von 44.100 Hertz. Und ja, man kann hier dieses Blockgröße anfordern, das könnt ihr erstmal freilassen, also einfach nichts mitmachen. Das ist dann später, wenn man beim Tracken irgendwie Latenzen hat oder beim Abspielen, beim Mixen irgendwie Gestotter, dann kann man da Sachen anpassen. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. So, dann guckt ihr bei VST, Plugins, VST. Gebt ihr den Ordner an, wohin ihr eure Plugins installiert. Dann könnt ihr gekaufte Plugins hinzufügen. In den meisten Fällen ist das nicht nötig. In den meisten Fällen sind die Standard-Plugin-Ordner einfach vorhanden.
Gut, das wäre das zu den Optionen soweit. Dann machen wir uns mal ein paar Tracks. Ihr könnt einfach hier links hin doppelklicken, um einen Track zu machen. Und wir gehen jetzt davon mal aus, dass ihr Rockmusik machen wollt. Dann machen wir jetzt hier auf den ersten, legen wir die Drums. Ihr klickt hier auf das FX, gebt halt SSD ein. Das wäre, wenn ihr diese Software benutzt. Dann habt ihr hier eure Kit-Auswahl. Ich habe, wie gesagt, die Vollversion, dann sieht das halt eben so aus. Wir nehmen einfach irgendein Drumkit. So. Funktioniert. Ich hoffe, man hört das nachher auf der Aufnahme. Ich kann mal eben hier. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich habe meine Monitore gemutet, damit ihr nicht hier den Bleed ohne Ende habt. Ich hoffe, er spielt es trotzdem so ab. Okay, so sieht das dann aus. Ich habe jetzt einfach mal hier das Metal Aggressive Kit, weil ich so ein aggressiver Metal-Typ bin. Ihr hört jetzt nur das Mikrofon-Audio, weil ich normalerweise in Reaper hier mitschneiden würde, aber das geht jetzt nicht, weil ich euch gerade zeige, wie ich das Template baue. Genau, also das sind halt Drums. Die haben wir erstmal so, wie sie sind. Ja, ich muss es jetzt scheinbar windowed betreiben, sonst funktioniert es nicht. Nachdem wir die Drums haben, machen wir mal ein Gitarren-Plugin dazu. Da habe ich auch eins euch verlinkt. Das ist dieses. Das klingt okay für Metal und sowas. Auf lange Sicht brauchen wir das nicht. So, für Bass nehmen wir diesen. Das ist quasi ein Sense-Amp, der klingt gut. Und für Gesang würde ich jetzt einfach nur erstmal einen Kompressor benutzen. Den kann man sich dann einstellen. So, jetzt hätten wir halt quasi unsere Tracks und könnten anfangen aufzunehmen. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal einen Drumbeat. Ich starte mal hier im zweiten Takt, damit wir Luft nach vorne haben. Markiere mir 4 Takte mit der Zeitauswahl, klicke auf den Drumtrack, wir benennen das mal eben alles. Wo sind wir denn hier? So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir einfach nur eine Demo aufnehmen wollen, ne? So, jetzt haben wir Drums, dann klicken wir auf Hinzufügen, neues MIDI-Item, jetzt haben wir hier ein MIDI-Item, Doppelklick, bumm. Okay, man kann sich hier über Ansicht das als Dreiecke anzeigen lassen und dann ist es direkt wesentlich entspannter. Ich mache jetzt hier so einen richtigen Scheiß Drumbeat, ne? Das, also genauso ist auch die Musik, die ich sonst mache. Und hier schon, wenn euch das auf den Geist geht, dann könnt ihr hier einen Kasten drum ziehen, Steuerung oder Command gedrückt halten und es einfach so durchziehen. Und jetzt habe ich hier schon ein paar Sachen nicht sauber drauf, jetzt markiert ihr alles, drückt Q und dann habt ihr es quantisiert, dann ist alles hundertprozentig. Das klingt jetzt so. Also ziemlich bescheiden. Ihr markiert die Becken-MIDIs, zieht die hier ein bisschen runter in der Velocity, drückt H für Humanize, stellt hier die Anschlagstärke auf ein bisschen was, drückt OK. Kick und Snare können wir auch ein bisschen runterziehen. Nee, warte, ne, stopp, nur die Kick. Und dann. Geil, Movie-Aufnahme wurde automatisch angehalten. Ja, also es klingt jetzt halt so. Das werde ich nachher auch dann runterlegen. Irgendwie am Ende zeige ich euch einmal, was wir hier machen. So, jetzt haben wir Drums für so einen Beat, für so 4 Takte. Wenn wir jetzt aufnehmen wollen, ich brauche dafür auf jeden Fall ein Metronom. Anderen reicht der Drumtrack. Hier oben ist das Metronom-Logo. Rechtsklick,
dann könnt ihr hier Samples auswählen, die ihr dafür benutzen wollt. Ich habe euch da auch einen Link reingepackt, weil der Standard Reaper-Click macht mich komplett wahnsinnig. Ich habe die Pro Tools Marimba alles hier auf Null. Und dann kann man aufnehmen, wenn wir jetzt hier an den Anfang gehen und quasi abspielen. Dann funktioniert das. Genau, jetzt machen wir weiter mit der Gitarre. Ganz wichtig, selbst wenn ihr später ein Amp abmikrofoniert, mit einer Loadbox arbeitet, mit irgendwelchen Preamps arbeitet, mit denen ihr direkt aufnehmt, egal wie, die wichtigste Regel für alles, wenn ihr plant, dass es halt nicht nur eine Demo ist, sondern ihr das halt auch releasen wollt später, nehmt immer eine DI mit auf. Egal was ist, nehmt immer eine DI mit auf. Ihr habt nachher die Möglichkeit, es sauberer zu editieren mit einer DI. Ihr habt die Möglichkeit, es zu reampen, wenn es irgendwie nicht euren Vorstellungen entspricht. Ihr könnt es sogar wegschicken zum Reampen. Oder natürlich, wenn ihr es halt irgendwie mixen lassen wollt irgendwo und ihr sagt, okay, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben wie irgendwie möglich beim Aufnehmen. Ich schicke das jetzt in ein Studio, lasse es mischen. Cool. Aber wir freuen uns alle immer über einen DI-Track, weil es kann so viel schief gehen bei allen anderen Formen von Aufnahme. Bei der DI-Aufnahme kann auch was schief gehen. Aber ja, und ich habe da mal Sekunde. Ich habe hier gerade mal zwei Varianten am Start. Das wäre so die einfache Variante. Das ist die nicht vom Hund stören lassen. Die Parma Pan 01, die ist eine passive DI-Box, die funktioniert, ist okay. Das ist meine schon ordentlich genutzte, viel rumgekommene Radial J48. Die ist aktiv, die hat ganz viele Knöpfe. Die klingt auch gut. Wir nehmen jetzt aber, weil wir ja hier im Home-Recording sind, einfach mal die Parma. Verbinden die per XLR mit unserem Interface. Die braucht keine Phantomspeisung oder irgendeinen anderen Bums. Das ist halt eine passive Kiste. Und dann brauchen wir nur noch eine Gitarre. Stecken die in unsere DI-Box. Die andere Seite natürlich in die Gitarre. So, jetzt müsst ihr halt gucken, wo eure DI-Box, an welchem Input ihr die angeschlossen habt von eurem Interface. Bei mir ist es Eingang 2. Und dann hier ist das Monitoring schon aktiv. Jetzt macht ihr hier auf Aufnahme. Oh, es funktioniert. So, jetzt machen wir mal hier eben, was wir tun müssen. Ach so, genau. Stimmen ist relativ wichtig. Tut euch selbst und allen anderen den Gefallen und stimmt einfach nach jedem Take. Man kann nicht zu viel stimmen. Ich stimme kurz. So, und jetzt hört ihr hier das Rauschen. Dann klickt man hier auf Pedalboard, macht das Noise Gate an. Alles cool. Ich mag den Metalcore Sound aus diesem Plugin. So, und jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen das aufnehmen. Ich spiele mir jetzt hier die übelste Scheiße zusammen, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. So. Okay, das war schon mal, merkt man dann vielleicht auch, 120 ppm ist einfach echt boring. Wir machen mal 160. Thank you.
So, dann klickt man auf Speichern und dann hat man auch schon. Und jetzt fängt es schon an. Rhythmusgitarren würde ich immer doppeln. Dann drückt ihr STRG T, macht euch einen neuen Track, nennt ihn RL zum Beispiel für Rhythm Links. Und RR. Schiebt das hier runter. Ihr könnt aus dem FX Window per Drag and Drop die M-Sim direkt rüber kopieren. Das ist ziemlich cool. Jetzt höre ich mir nochmal eben an, was ich gespielt habe. Das müsste es wohl sein. Wir probieren es. Das war jetzt blanker Zufall, dass ich zweimal dasselbe gespielt habe. Wir machen dasselbe jetzt mit dem Bass. So, und jetzt haben wir hier unsere Demospuren für unseren, es wird ein Hit, das merke ich jetzt schon. Metronom kann dann wieder aus. Ja, auch. Und dann habt ihr quasi eure Basis schon gebaut, wenn ihr das jetzt exportieren wollt. Ich zeige euch später in einzelnen Videos noch, wie das alles mit dem Mix und so weiter funktioniert. Das, also so die Basics. Erstmal, wenn ihr jetzt was hier habt und ihr wollt es euren Freunden zeigen, eurer Band, was auch immer, dann legt ihr einfach auf den Master Event Horizon. Das ist bei Reaper mit drin. Hier den Lipper Climiter. Stellt die Ceiling auf minus 0,6, 0,7, irgendwie sowas, damit es halt nicht klippt, wenn ihr ein MP3 draus macht. Dann passiert das hier. Und dann könnt ihr auf Datei rendern, könnt ihm einen Namen geben und es halt exportieren. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie mein Werk insgesamt klingt, weil ihr das ja jetzt bisher nur über Mikro gehört habt. Fabelhaft. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Gesang erspare ich uns jetzt, aber das wird halt ähnlich funktionieren. Ich werde später in späteren Videos nochmal ins Detail gehen, wie sowas funktioniert. So, damit kommen wir aber für das allererste Video, was jetzt wirklich so das absolute Basic 101 Home Recording Ding ist, kommen wir hier erstmal zum Ende. Ich mache heute direkt zwei Videos. Das zweite wird dann eben sein, wie man mit einem Preamp oder einem Pedalboard oder sonst was aufnimmt. Und ich hoffe, ihr habt Bock an der Serie. Ich werde das jetzt regelmäßig machen und freue mich über jegliches Feedback und Kritik und sonst was und werde nur in ausgewählten Fällen mit wüsten Beleidigungen antworten. Also sagt Bescheid, was ihr braucht, schreibt mich gerne an und bis dahin.